Salvede des Kibuli, des Kibulekbo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMG. Gestern ging es um das Thema Urlaub und das jetzige Thema, beziehungsweise das nächste Thema wäre dann, schauen wir mal, Kindheit. Wow, Kindheit. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung sich das jetzt entwickeln wird. Ich werde einfach mal anfangen, ein bisschen über meine Kindheit zu reden und vielleicht fällt mir dann auch eine Frage ein, weil ich will natürlich, dass ihr so ein bisschen mit interagiert und dann twittern wir eine Frage, die ihr dann auch mit beantworten könnt. Yeah, das war gutes Deutsch, ja. Ich habe mich gerade an irgendeinen Prominenten erinnert. Naja, auf jeden Fall Kindheit. Was fällt mir als erstes ein, wenn ich an meine Kindheit denke? Erstmal lange nichts, weil ich so ein alter Knacker bin. Nee, ich glaube, an was ich mich immer erinnere, wenn ich an meine Kindheit denke, ist, ich war ja ein richtiger Anime, also ich bin immer noch ein richtiger Manga- und Anime-Fan, ja. Ich spoilere ja bis heute One Piece und Naruto und Bleach, okay, bei Bleach ist die ganze Zeit nur gekämpft, aber generell, also die neuesten Manga, die so neuen Mangas kenne ich leider nicht, aber so die Oldschool aus den 90er, also wirklich Detektiv Conan. Ich habe auch bei One Piece, habe ich wirklich jedes Band, das kaufe ich bis heute, kaufe ich die Bänder noch wirklich im Laden, weil ich da irgendwie so, keine Ahnung, ich sammle die halt mega gern. Von Detektiv Conan habe ich auch alle Bänder zu Hause, beziehungsweise mein Bruder sammelt die ja, und dann Beyblade war so ein Ding. Beyblade gab es ja, kennt ihr bestimmt vielleicht noch, ne? Diese Kreise, die man da schießen muss. 3, 2, 1, let it rip! Und da war ich echt so im Feeling drin. Ich war damals so, ich weiß gar nicht, in welcher Klasse ich da war. Auf jeden Fall war das so in. Und deswegen hat sich jeder diese Beyblades gekauft. Und wir standen dann auf dem Pausenhof und haben immer gegeneinander gebeybladet. Wobei man sagen muss, heute ist ja heutzutage die Beyblades, ich habe sie vor kurzem mal gesehen, die sind ja aus Schwermetall und sind irgendwie lenkbar und sowas. Wir hatten damals auch so Oldschool Plastic und naja, die sind halt in irgendeine Richtung gespinnt. Du konntest nicht beeinflussen. Aber es war ziemlich cool. Wir haben uns dann auch eigene Labyrinthbahn gebaut und sowas. Das heißt, aus Pappe, so Labyrinth, wo dann der Beyblade durch musste, hat natürlich nicht funktioniert. Oder uns eigene Arenen gebaut. Wir hatten auch mal in unseren Garten so ein Loch reingegraben. Darüber hat sich unser Vater natürlich mega gefreut und haben das dann so eine Plane ausgelegt und haben da unsere eigene Basis gebaut und so. Und auf jeden Fall gab es damals einen Wettbewerb bei uns, also in Kaiserslautern war so ein Wettbewerb, Beyblade-Wettbewerb, da habe ich mitgemacht. Und das ist so eine Leidensstory für sich, weil ich bin bis heute überzeugt, Achtung, ich hätte das Scheißding gewinnen können. Und es war aber nicht ganz, ich bin da irgendwie nur, also ich bin ins Finale gekommen, aber das Finale war nicht nur einer gegen einen, sondern da waren noch ein paar und da habe ich dann verloren. Ah, oh, das macht mich gerade so aggressiv, wenn ich wieder drüber nachdenke, verdammt. Weil ich habe da, das Krasse war, also es gab ja zwei Beyblade-Turniere und bei dem einen habe ich gewonnen und zwar dann erst ein paar Jahre später, da hatte ich dann gewonnen und durfte dann, wie beim Super Toy Club, ich durfte dann in Kaiserslautern, damals das Toys R Us noch, da wo jetzt der Saturn ist, war glaube ich früher das Toys R Us, da durfte ich durchlaufen. Und durfte mir wirklich alles in den scheiß Wagen reinmachen. Das habe ich, glaube ich, auch mal in meinem 90s-Tag, wo ich mit der Fräulein Chaos gemacht habe, habe ich das erklärt. Konnte mir alles in den Wagen reinmachen, was ich machen wollte. Die Elektronik-Sachen habe ich einfach vergessen. Scheiße. Obwohl ich mir beim Super Toy Club immer gedacht habe, so, Alter, warum? Ich würde durchrennen bis zu den Elektronik und mir da alles einpacken. Aber naja, auf jeden Fall war das beim zweiten Mal. Beim ersten Mal habe ich so gefailt und es macht mich so aggressiv, weil Da war so eine Besonderheit, ne? Wenn du in der ersten Runde rausgeflogen bist, bist du in eine Art, keine Ahnung wie das heißt, gekommen, wo du, wenn du dort Erster wirst, dann nochmal direkt ins Finale kommst. Okay? Und ich habe am Anfang gegen einen gespielt und ich habe gegen den gewonnen. Der ist gekickt worden. Ich bin weitergekommen in andere Runden. Er kam in dieses komische Dingens, hat dort alles gewonnen, kam dadurch ins Finale. So, im Finale, also es war dann sowas wie das Halbfinale oder sowas anscheinend, habe ich dann gegen so einen Typen gespielt, und der scheiß Schiedsrichter hat es nicht gesehen, weil der ist immer viel zu spät gestartet. Es hieß 3, 2, 1, let it rip und dann hat er erst gezogen. Der hat wirklich manchmal 2-3 Sekunden gewartet und ich immer so, ey, der zieht später und der Schiri, ja, macht ja nichts, ne? Und deswegen hat er gewonnen, nur deswegen. Das war so ein, keine Ahnung, der war so, glaube ich, 3 Jahre älter als ich und der war so falsch. Auf jeden Fall hat der dadurch gewonnen. Ich war mega frustriert. Und dann kam der ins Finale gegen den Typen, gegen den ich am Anfang gewonnen habe und durch dieses komische Ding ins auch ins Finale gekommen ist und hat er natürlich gegen den verloren. Das heißt, ich habe gegen den gewonnen, der am Schluss gewonnen hat.
Und ich hätte das Ding eigentlich gewinnen müssen, weil wäre ich nochmal gegen den gekommen, hätte ich natürlich wieder weggepokt. Aber nein, ich musste ja dagegen so einen Typ. Und im Finale waren dann natürlich mehrere Schiedsrichter, da konnte er nicht mehr spät starten. Und dann hat er halt verloren, dieser und dann und und ich war so frustriert, dass ich dann zu Hause stand mit einem Gummiband und immer dieses Ziehen geübt habe. Das kann ich bis heute, dieses Ziehen. Ich habe mir dadurch, glaube ich, auch ein bisschen die Schulter kaputt gemacht. Das war so ein Zusammenspiel aus Volleyball und Beyblade. Und auf jeden Fall habe ich dann, 2 Jahre später war es, glaube ich, habe ich dann zum Glück gewonnen. Weil ich war so aggressiv in dem Moment. Oh, das war so, das ist so meine Kindheit, das hat meine Kindheit geprägt. Insgesamt, Anime hat mich mega geprägt. Das hat mich so gut werden. Also ich habe da immer bei One Piece und so, hast immer gelernt, was es heißt, für seine Brüder zu stehen. Und Freundschaft ist das Wichtigste im Leben und sowas. Und heute lernst du halt so Berlin Tag und Nacht und bummst mal schnell die Freundin deines besten Freundes, weil YOLO und so. Früher Sellemals, als die Sandale noch zu waren, ne? Das war. Übrigens, ich kann das nächste Mal eine OMG-Folge über Pfälzisch machen, das wäre eine gute Idee, fällt mir gerade ein. Egal. Jetzt will ich von euch wissen, was da für euch das, sag ich, soll ich sagen, das schlimmste Erlebnis oder das eine Erinnerung. Ich schreibe mal OMG. Eine Erinnerung aus eurer Kindheit. So, getwittert. Und während ihr da jetzt fleißig schreibt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Ganz wichtig, das zählt nicht nur für Twitter und so. Ihr könnt auch hier mal drunter schreiben, was war so das Erlebnis. Ich glaube, hier könnt ihr auch mehr schreiben, weil bei Twitter 140 Zeichen wird es ein bisschen schwer. Aber schreibt mal in die Kommentare, was so, an was ihr euch erinnert. Wo ihr wirklich jetzt so denkt, oh, das hat mich echt beeinflusst. Irgendwie so irgendeine Serie oder irgendwas, irgendein Erlebnis, wo euch so ein bisschen in eine Richtung gedrängt hat, wo ihr dann heutzutage sagt, wow, das hat mich schon mega beeinflusst. Und die Batterie blinkt. Deswegen würde ich sagen, mach jetzt einfach Schluss. Ich nehme auch schon, oh, erst 7 Minuten auf. Ach jo. Und jetzt blinkt der Akku. Das ist natürlich blöd. Ja gut, schauen wir mal, was ihr geschrieben habt. Ihr schreibt ja. Die Aileen schreibt ja. Auf meine Frage, eine Erinnerung aus eurer Kindheit. Ja. Wahrscheinlich denkt ihr, das wäre so eine Frage, soll ich darüber drehen, aber ich drehe doch gerade drüber. Naja, dann lasse ich das jetzt mal hierbei, ist jetzt auch egal. Ich glaube, hier in die Kommentare könnt ihr es auch viel besser posten als bei Twitter, weil das ist einfach viel, ihr braucht ja wahrscheinlich mega viel Space. Und das war's. Morgen gibt es dann wahrscheinlich eine OMG-Folge zum Thema Pfälzisch. Wir sehen uns dann bis dann. Wir sehen uns dann. Bis dann, haut rein, euer Race-Team.